Hallo, liebe Bücherfreunde, ich begrüße Sie zu unserer nächsten Sendung Das literarische Duett. Mein Gast heute ist der Gera-Maler Wolfgang Schwarzentrupp. Ich freue mich sehr, wir kennen uns schon sehr viele, viele, viele Jahre. Wolfgang Schwarzentrupp hat lange Zeit in der Kunstsammlung Gera als Museologe gearbeitet, hat Ausstellungen kuratiert und aufgebaut und betreut und kennt die Kunstszene in Ostthüringen und Deutschland blendend, ne? Und ist selber ein bekannter Künstler, der viel ausstellt in der letzten Zeit. Und wir wollen uns heute über zwei Bücher unterhalten, die etwas ungewöhnlich sind, die auch Wolfgang vorgeschlagen hat. Und deshalb haben wir wegen des ersten Buches auch hier ein Schachspiel als Dekoration aufgebaut. Weil nämlich unser erstes Buch beschäftigt sich mit Schachspielern. Der Autor ist Fabio Stassi. Das Buch ist schon eine Weile alt. Also, glaube ich, vor 10 Jahren, 7 Jahren das erste Mal erschienen. Ja. Und Fabio Stassi ist Italiener, arbeitet in der Bibliothek in Rom, wohnt ein Stückchen weit weg von Rom, fährt jeden Tag mit dem Zug auf Arbeit und schreibt im Zug immer Romane. Und zwar ist er mittlerweile auf die stattliche Zahl von 7 Romanen gekommen. Er hat Kinderbücher geschrieben, Erzählungen, Essays. Auf Deutsch sind 2 Bücher von ihm erschienen. Das eine heißt Die Trophäe, da geht es um Fußball. Und das andere ist das, worüber wir heute reden wollen, die letzte Partie. Und da geht es um Schach. Ich weiß, dass du selber Schach gespielt hast, genau, seit deiner Kindheit. Und vielleicht wollen wir erstmal darüber reden, wie bist du zum Schachspiel gekommen und was ist für dich Schachspielen? Also zunächst einmal Dankeschön, dass du mich eingeladen hast. Das freut mich sehr. Und ja, also das vielleicht nochmal kurz zu dem Buch. Also das ist mir dann irgendwann mal aufgefallen. Und, hast du auch schon vor einer Weile gelesen? Vor einer Weile, und da kommen wir dann nochmal drauf, also wo ich es quasi das zweites Mal gelesen habe, weil mich das so stark beschäftigt hat. Also Schach gespielt habe ich eigentlich als Kindesalter begonnen. Ja. Wann hast du das gelernt? Wie alt kannst du dich erinnern? Hast du es von Eltern gelernt oder in der Schule? 11, 12. Ja, so, ne? Dann war ich immer... Also war ich ziemlich stark aktiv. Und so, da gibt es ja ist ja wie Sportgruppen, ne? Die Schachspieler sind das ja. Ich habe gespielt bei Liebschwitz. Wir waren damals auch eine ganz starke Mannschaft. Also die sind heute noch gut, aber damals also auch im DDR-Maßstab also ganz gut mitgespielt. Ja, und irgendwo lässt einen das nicht los. Dann habe ich aufgehört, Studium und so weiter. Ja, und dann irgendwann kam jetzt die letzte Partie. Ich hatte zzwischendurch mal kurz wieder gespielt, aber mehr so zu meiner Unterhaltung wollte ich. Ja, aber wenn ich mich richtig erinnere, bei euch in eurer Ateliergalerie in Uferlos steht auch immer mal ein Schachspiel. Ja, gelegentlich wo kommt auch die Figuren immer mal, gezogen sind. Wo man halt immer mal guckt, meine Partie, oder was mich ganz stark interessiert hat, der Magnus Carlsen, also der Norweger, der jetzt Weltmeister geworden ist, also der ganz, ganz junge Spieler, also auch ähnlich wie das halt also bei den beiden, wo wir drauf zu sprechen kommen, eben auch war. Ne? Ja, man hat vielleicht schon mal... Du hast praktisch vor Jahren das Buch gelesen, das hast du dir angeschafft, weil es um Schach geht. Genau, ja, ich habe das gelesen. Hast du eine Weile geruht, ne? Und jetzt hast du das wieder vorgenommen und ein zweites Mal gelesen. Das hat jetzt deswegen, weil ich bin jetzt zweimal in der Grafikwerkstatt in Löhma gewesen, bei der Heike Stephan. Und dort entsteht also ein Künstlerbuch mit Druckgrafiken zur Literatur. Ist ja interessant. Und insofern haben wir uns vorgesehen, war für mich jetzt das Thema, was mache ich zur Literatur, wo komme ich ran? Und da fiel mir das Buch wieder in die Hände. Und da habe ich mich natürlich dann mit den beiden Spielern beschäftigt. Und
Ja. Das Buch spielt in praktisch zwischen 1900 und dem und 1946 eigentlich. Ne? Hm. Und der Hauptheld ist der berühmte Schachweltmeister Capablanca. Raul Capablanca, ja. Ganz genau. Und sein Gegenpart ist der Aljechin, der dann ihn als Weltmeister ablöst. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Es sind zwei ganz schillernde Figuren. Total. Ne? Also in dem Buch geht es auch darum, also der beschreibt jetzt, das ist eine Fiktion, ja, auch beschreibt die Begegnung, die sind sich quasi Anfang des vorigen Jahrhunderts, 19. Jahrhundert, Anfang 1900 wurden also in St. Petersburg, und also wenn man so will, auch weltweit Schachturniere ausgetragen, und das sind sich die beiden begegnet. Damals, muss man vielleicht sagen, unheimlich populär und hat auch ganz viele Zuschauer immer angezogen. Der Capablanca, ja, ganz na? Bestimmt. Ja. Das war, man könnte sagen, das war sowas wie der Mozart des Schachs. Ja. Also das war wirklich ein Wunderkind, der war mit 13 schon kubanischer Meister, kommt aus Kuba, hat dann den Anschluss in New York in dem Schachclub schon alles gewonnen, also richtig, sagen wir mal, Altmeister dann geschlagen und kam dann also auch nach Europa. Und hat ja, also da, und dann gibt es ja 1914, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, gibt es in St. Petersburg ein ganz berühmtes Schachturnier, genau, wo nämlich der Capablanca den damaligen Weltmeister herausfordert. Das war der Lasker. Hieß, genau. Und er das erste Mal auf dem Aljechin trifft. Und sich in dem Buch wird dann beschrieben, wie die miteinander bekannt werden. Das wird aber Fiktion ja, sein. Das ist, ne? Im weitesten Sinne, sind sie schon begegnet. Ich habe dann auch nochmal recherchiert, weil ja, insofern, das waren ja jetzt... Das Turnier 1914 das hat auf alle Fälle also stattgefunden. Die Turniere haben stattgefunden, auch so, der Ausgang hat stattgefunden. Aber die beiden sind sich das erste Mal begegnet, und der Lasker ist also 20 Jahre älter als Capablanca. Ja, und Capablanca und Aljechin sind etwa gleich alt, also sind so etwas, sind weniger auseinander. Das sind, wenn wir jetzt nochmal, wenn wir gerade in Gera sitzen, ja, also das wäre quasi, das sind Dix-Zeitgenossen. Genau, das ist ja, die gleiche ja, Zeit ja, wie Otto Dix. Also Capablanca 1888 und der andere, glaube ich, 92. 1892 und Dix 1891. Ja, so, ja, ja. Und das ist also auch so die Zeit mal zum Einordnen. Jetzt. Und die beiden haben aber damals schon gemerkt, dass er eigentlich so ziemlich in der Weltspitze ganz oben steht. Mhm. Der Aljechin vielleicht noch nicht ganz so. Genau, dann kam diese Herausforderung, Erster Weltkrieg dazwischen. Und ja, dann hat also Capablanca 1921 gegen den Lasker dann gewonnen. Also 1914 bleibt der Lasker Weltmeister, und die Platzierungen sind dann Capablanca, Aljechin, und dann nach dem 21 löst genau, er den als ja, Weltmeister ja, ab. Ja, no? Der Lasker wollte ja eigentlich schon gar nicht mehr, der ist dann ja schon ziemlich hoch betagt und Kuba gespielt und so weiter. Naja, egal. Aber Capablanca hat endlich sein Ziel erreicht und ihm war eigentlich klar, dass also die beiden die absolute Weltspitze haben. Mhm. Und irgendwann wird es zu dem Kampf dann auch kommen, also zu dem, dass sie gegeneinander spielen. Und, ja. In dem Buch geht es ja auch zunächst erstmal darum, also bis 14 in der Zeit beschreibt auch die Zeit in St. Petersburg. Bis dahin finde ich ja ganz nett mit der Madame Salta, diese, das ist ja, diese das da wird umwerben. Eine Fiktion sein, die das, die beiden jungen Männer ja, gegeneinander ja, ausspielt ja, und eigentlich auch die Konkurrenz so ja, also wo ne? sie sich eigentlich schon überlegen sind und sich noch den Luxus erlauben können, sich während des Turniers noch so ein, sag ich mal, einem amorösen Abenteuer mit einer älteren Dame zu widmen. Liefern können. Und es gibt aber wahrscheinlich, der Capablanca war wirklich, muss ein bildhübscher Mann gewesen sein. Ja. Es gibt auch Fotos. Also vor allem immer elegant. Das spielt ja in dem Buch immer ganz fein angezogen. Ganz fein angezogen. Es gibt auch sogar, ich habe mal recherchiert, also einen Filmausschnitt, wo er dann tatsächlich in St. Petersburg, so eine ganz kurze Sequenz ist das, als Schachweltmeister, also nee, als Schachmeister, Herausforderer. Da, also, da auftritt, aber in den Film als Sequenz, wo er dann also auch mit einer Dame weggeht. Ja. Und also ganz interessant, eine kurze Geschichte, also man sieht ihn dann leibhaftig sozusagen. Mhm. Also das sind so die Nebengeschichten, die da passieren. Mhm. Und nun ist die Frage, nochmal zurück zum Schachspiel. Schachspiel
ist ja praktisch ein Spiel, wo zwei um den Sieg ringen. Also es ist ein völlig von Konkurrenz geprägtes Spiel, nicht von Kooperation. Nee, total. Na? Denn das ist ja anders als Ballspiele oder so, wohl eben genau. 11 Leute müssen miteinander kooperieren, damit sie gewinnen können. Da geht es ja zwar auch um Konkurrenz, aber nicht so extrem. Ganz ist Schach genau. Das Extremste in der Beziehung? Also für mich, ja. Also ja? So gesehen, also selbst wenn ich Mann gegen Mann, also im Boxen meinetwegen, dann spielt sich das innerhalb von Sekunden ab. Mhm. Da kann ich gar nicht drüber nachdenken. Wo der Schlag jetzt herkam, da falle ich um oder nicht. Oder so beim Schach, dauert ja manchmal so eine Partie 4-5 Stunden. Ja. Und wenn ich dann merke, die geht so ganz allmählich ab, die Partie, dass ich die verliere oder so, was da psychologisch passiert, das ist also unglaublich, was dann nebenbei also alles sich abspielt. Man sitzt sich ja gegenüber und solche Dinge. Und man merkt jetzt, man wird wahrscheinlich verlieren, wenn der andere nicht jetzt doch noch einen Fehler macht. Genau, das ist dann so immer diese Hoffnung, also positionell. Mhm. Also der Capablanca, der hat damals virtuos gespielt. Also es war ähnlich fast, könnte man sagen, wie in der bildenden Kunst, wo das Schach also auch quasi moderne Varianten entwickelt hat, so wie in der bildenden Kunst, also wo sich ja im vorigen Jahrhundert die klassische Moderne entwickelt hat. Und dass man anders anfängt, anders zu spielen. Dass man da anders anfängt, anders nachdenkt. Also im 19. Jahrhundert waren die Partien auch noch ein bisschen anders. Mhm. Der Lasker war der zweite Weltmeister. Mhm. Also es gab erst vorher den Steinitz. Also das war noch gar nicht so straff organisiert zuvor. Und da und Aljechin war dann einer derjenigen, der Angriffsspiel gemacht hat und auch eigene Varianten gespielt hat. Also die dann, dann auch im Turnier, die er als Erster ins Turnier eingeführt hat. Also das waren schon ganz, man hat sich da richtig Gedanken gemacht, wie man an das Spiel rangeht. Aha. Also ganz anders, also da gibt es strategische Varianten, also schon bei der Eröffnung und so weiter. Also Capablanca hat mal gesagt, so, also Eröffnung, das ist, ich fange die Partie von hinten her an. Also da hat schon das übersprungen und das rein theoretische dann. Also wenn ich anfangen würde zu spielen, da gelinge es dir wahrscheinlich, mich in 3 Zügen matt zu setzen. Das geht ja, ne? Ja, das ist oder 4 oder so, weil da muss man einen Anfangsfehler machen, aber ich habe das seit, als Kind habe ich mit meinem Vater immer mal gespielt, aber da habe ich die Lust verloren, weil ich immer nur verloren habe. Das macht ja, wenn man immer verliert, macht sowas keinen Spaß. Das, das betreibt man dann nicht weiter. Ja, weil man es halt sieht. Also wenn ich jetzt Würfelspiel mache oder so, dann sage ich, ich habe schlechte Würfel oder ich hatte schlechte Karten. Hier liegt es nur an mir. So. Ja. Und bei den großen Meistern, da zählt ja dann auch der Anfangszug. Also wer weiß, als Weißer anfängt, das war bei ganz großen Spielern so, der hatte den Vorteil des Anziehenden. Also schon mal hat man als Schwarzer schon immer ein bisschen zu tun gehabt dann. Und dann habe ich gelesen in dem Buch, dass es auch möglich ist, wenn man jetzt ein total überlegener Spieler ist, gegen einen Schwächeren zu spielen, dass man irgendwie eine Figur preisgibt von vornherein. Ja, das war damals so. Ja, das besiegt dieses Kind Capablanca, den Meister, der überheblich sagt, ach, na ja, da verzichte ich, weiß ich, hier auf meinen Läufer oder so. Und der besiegt den dann aber relativ ganz fix. Ja, das haben die ganz schnell gemerkt. Ja, das ist lieber nicht so machen. Ne? Ganz genau. Nee, das war aber so, habe ich ja selber auch so erlebt. Also wenn man da als Kind anfängt und so, dann, ja, also wenn es keine Turnierpartien waren, also im Turnier wurde immer ernst, hat jeder die gleichen Figuren immer gehabt, aber sonst, dass dann mal eine Figur vorgegeben wurde oder so, aber ja, man kann da psychologisch arbeiten und deswegen habe ich mich da auch sehr eingegraben in die Geschichte. Und das sind jetzt, das ist dein Held, würde ich mal sagen, der Capablanca. Der Capablanca, deswegen ist ja hier also auch größer dargestellt, also um ihn, das Buch geht ja vorwiegend also um den Capablanca. Ja. Der Kern der Geschichte ist ja dann, dass er dann also die Revanche haben möchte. Die er verliert 27 den Weltmeistertitel an den Aljechin. Ist gegenüber Aljechin erstmal als Favorit. Also die haben vorher schon gespielt und da hat also Capablanca punktzahlmäßig vorn gelegen, also es waren halt einzelne Turniere, aber insofern war Capablanca erstmal der Favorit. Die beginnen 1927 zu spielen,
Und die erste Partie gewinnt der Aljechin. Also das steht auch in dem Buch ja, so drin. Ja, ja, das wird ja Tatsache, und es ist unheimlich spannend, auch für jemanden, der mit Schach, wie ich nun, wenig zu tun hat. Aber es liest sich echt total spannend, wie diese Konkurrenz zwischen den beiden Männern funktioniert und was das für unterschiedliche Typen eigentlich genau, auch sind. Man muss sich das mal vorstellen, die haben 34 Partien gespielt. Also, und der Modus war damals, hatten wir das noch ausgehandelt, wer zuerst 6 Gewinnpartien hat. Und die Remis-Partien haben also nicht gezählt. Das waren also so. Die spielen dann praktisch so lange, bis einer sechsmal gewonnen hat. So, und das war in dem Fall, der hat also 6-3 gewonnen gegen Capablanca. Die haben aber 25 Remis-Partien gespielt. Wow. Man muss sich mal vorstellen, die Weltmeisterschaft, die ging über 2 Monate. Aha. Also psychologisch gesehen, was das bedeutet, ja. Also quasi alle 2 Tage immer wieder antreten und wieder gegen den, also das gibt es wohl in keiner anderen Sportart. Deswegen sagen ja manchmal andere Philosophen, Lasker war übrigens auch Philosoph, also dass Schach auch viel mit Kunst zu tun hat oder Wissenschaft und so weiter. Also das, was die da ausgehalten haben, ja. Ne? Man kann, wenn ich bedenke, jetzt gucke ich mal beim Rodeln, da hat einer 3000stel Sekunden gewonnen. Oh. Ne? Also was empfinde ich da? Der Rodel darunter. Aber das ging über 2 Monate. Ne? Deswegen. Und verfolgst du diese Schachweltmeister nach wie vor? Also, ja, das habe ich gemacht. Also gibt's auch, kann man sich auch live einklinken. Ja, und also bei den Carlsen, der gegen den Inder da gewonnen hat. Wusste ich ja dann die Zeiten und konnte man dann. Guckst du dann zu. Das gab's. Also man konnte da live zugucken, was er dann zieht. Könnte man zwischendurch überlegen, was ich besser gemacht hätte. Jetzt noch mal zu dem, zeigst du mal, wer der Capablanca genau, ist. Das ist also der Capablanca. Der Größere. Und das ist der Aljechin, also das ist der Herausforderer und der, um den es eigentlich geht. Das ist also eine Aquatinta-Radierung, die ich da in der Druckwerkstatt gefertigt habe. Das heißt also, du hast eine Metallplatte, die wird geätzt. Und im Hintergrund ist übrigens die erste Partie, die beiden gespielt haben, hier. Da habe ich dann rein montiert. Und dann wird das erweitert, die grafische Möglichkeit, das erste Blatt. Ne? Das sind mehrere Platten entstanden. Ja. Und das ist also Chine Collée, das heißt, es ist also nochmal eine Platte drüber gekommen, also diese aufgeregten fahrischen Striche. Also das ist praktisch jetzt, du druckst dann die erste Platte und dann nochmal drüber mit einer weiteren. Und nochmal drüber und deswegen diese Aufgeregtheit, die jetzt praktisch die Emotionen des Spielers. Genau, dieses Zerstörerische dann auch, diese beiden, die sich ja dann wirklich Spinnefeind geworden sind, weil sie aber dann auch weitergeht. Und dann halt auch nochmal das Rot für das Aggressive. Also das geht dann, das ist jetzt eine andere Platte. Ja. Da sieht man den Capablanca nur noch so ein bisschen hier ist er, ne? Hier ist er, genau. Ja. Und hier ist nochmal die Schachpartie dann. Die Partie nochmal und auch so eine zerstörerische Geschichte. Das ist so. Da wird es bestimmt noch was dazu geben, wenn das Künstlerbuch da kommt, dann muss ich mal sehen, wie das weitergeht. Aber das war halt für mich ein Anlass. Und das ist dann wieder fast wie eine Collage? Das ist eine Collage, genau. Also eine verwendete Radierung und weiter collagiert und also auch dieses Gegenspiel darzustellen halt einfach nochmal. Ne? Die sind ja beide nicht sehr alt geworden. Also, Capablanca ist 42 gestorben. Also 60 Aljechin, etwa? Aljechin 46. Ja, und sind auch insofern schillernde Personen, da sie im Prinzip alle großen Zeitgenossen kannten. Vom Aljechin habe ich gelesen, gibt es ja die Legende, dass er von den Roten, also dass er im Bürgerkrieg auf Seiten der Weißen verhaftet worden ist, sollte eigentlich erschossen werden. Angeblich wäre Trotzki gekommen, hätte mit ihm im Keller eine Partie Schach gespielt und ihn das dann freigelassen. Das ist nicht verbürgt, das ist so vielleicht eine Legende, aber verbürgt ist, dass dann Aljechin emigriert und in 20 Jahren erstmal in Berlin lebt.
und sich dann auch in der Nazi-Zeit wieder von Nazi-Größen fördern lässt als Schachspieler und zum Beispiel eben auch irgendwie verbandelt gewesen wäre mit dem Frank, dem Generalgouverneur von Polen, also eben der großen Verbrecher. Ne? Mhm. Und deshalb auch nach dem Krieg nach Portugal geht, wo ja das Salazar-Regime ist. Und dort dann unter mysteriösen Umständen wird bis heute genau, wohl behauptet, bis heute. Dass er ermordet richtig. Worden ist, aber auch nicht bewiesen. Ne? Ja, ja. So, interessant jetzt, an dem Buch ist noch, es gibt 64 Kapitel. Warum gibt es 64 also Kapitel? Das bezieht sich aufs Schachbrett dann. 64 Felder. Kapitel. Mhm. Vielleicht noch mal kurz dazu, wieso die dann so sich Spinnefeind geworden sind. Also der Capablanca, der wusste, es kommt nur einer in Frage, der quasi Herausforderer sein könnte. Das war dann der Aljechin. Und er hat ihm das aber auch verwehrt. Da ging es immer darum, um Geld. Ja, also sie haben ja davon gelebt, alle beide. Sie haben davon gelebt. Die finanzieren ihr Leben und ihr wirklich auch opulentes Leben. Und aber opulent, also Aljechin ist mehrfach total pleite gegangen. Also der hat auch immer reiche, ältere Damen gehabt. Ja. Also er war dreimal verheiratet. Und aber total, also ganz schillernde Persönlichkeiten ihrer Zeit sozusagen, die also immer gekommen sind. Und bei Capablanca war es ähnlich. Und da ging es also halt immer um diesen Modus der Honorare für den, Weltmeisterschaftskampf. Und der Aljechin verzögert ja auch die Revanche. Also der Capablanca will ja immer eine Revanche haben nach 27. Er möchte die Revanche haben. Und er verzögert das. Einmal sind es dann die Bedingungen. Ja, also Capablanca möchte unter anderem Bedingungen spielen, nicht wieder quasi mit den 6 Partien, 34, das lehnt Aljechin ab. Dann stimmt das Honorar mal nicht. Dann hat Aljechin seinen Titel zweimal gegen sag ich mal, schwächere Spieler verteidigt. Dann gibt es mal eine Annäherung und da sagt der Aljechin, also im Moment, der Dollar ist jetzt gesunken, ich möchte da in Gold ausgezahlt werden und also solche Dinge. Also das schaukelt sich hoch und dann kommt der Moment, wo Aljechin also quasi seinen Titel verteidigt und verliert kurz gegen den Max Euwe, den Holländer, was der als Gentleman des Schachs gilt, der sich also quasi in kurzer Zeit, also anderthalb Jahre meinetwegen, zur Revanche stellt, Aljechin gewinnt den Titel wieder und Capablanca wird immer verbissener. Das geht also auch in dem Buch hervor, wo der dann also überall sieht, denn wo ist er denn, also wir haben ja gerade über die Biografie gesprochen, wo der dann quasi gedanklich, also immer, wo könnte er sein, was könnte er da machen, wie könnte er spielen. Fixiert sich richtig, also im Buch, total obsessiv fixiert er sich. Auf den fixiert. Und kommt also nie, es kommt also nie zu dieser Revanche. Also 36, der Capablanca zieht sich zunächst etwas zurück vom Schach und dann 36, 37 gewinnt er dann nochmal in einem Turnier. Die begrüßen sich nicht, die gucken sich nicht an. Da war ohnehin bekannt, Capablanca, der hat nur aufs Schachbrett geguckt. Also psychologisch passieren da Dinge. Also mir ist da eine Sache passiert, gerade weil, sagst du, als Schüler, da durfte noch geraucht werden während der Schachpartie. Das war in Jena zu einer Partie und dann hat er so genüsslich den Rauch rübergeblasen und so. Ich stand ganz schlecht, mir ging wild zu Kopf. So, und dann das kommt jetzt noch, das war also, das vergisst man dann nicht, ne? Das war so ein alter Jenaer Haudegen. Ja. Dann packte der noch seine Brotbüchse aus und holte noch so eine Schnitte raus. Hat das noch gegessen, dann auch noch schlecht, ne? Und das war da auch noch, und dann nahm der noch eine Zeitung raus, also alles so im Laufe der Partie. Um dich kirre zu machen. Hat mich das sowas. So, und dann hatte ich aber das hat mich so gereizt, dass ich dann wirklich über meinen Schatten gesprungen bin, in Angriff gefahren habe und der hat dann gezogen. Aha. Und dann konnte ich natürlich so vom Brett aufstehen. Also solche Dinge, das haben die natürlich da ja auch, ganz genau extrem gemacht. Extrem, das genau. Ist also schon Krieg. In ne? höchster, also da war das, ist das ja. eine ganz kleine Geschichte. Und man muss dazu sagen, zum Geld verdienen, das war damals auch üblich, haben also Simultanschach gespielt, teilweise wurde da waren 50 Gegner und da saß an jedem Brett 4 Spieler. Also das heißt, waren 200 Gegner.
Und da hat jetzt, weiß ich nicht, wer Capablanca meinetwegen gegen 200, da hat Aljechin das erfahren, hat gesagt, jetzt muss ich gegen 300 spielen und so. Und dann schaukelt sich das immer hoch. Blind. Also das heißt, die saßen in der Ecke und haben gegen mehr. Also wird ihm nur die Züge angesagt. Genau, aber, ne? das ist auch heute, ich glaube, das ist ganz verboten, weil das geht wirklich dann aufs Gehirn dann. Also das ist eine Geschichte. Aber damit haben die sich richtig Geld verdient und haben sich da auch nochmal reingesteigert. Also das war eine Geschichte so. Und jetzt nochmal zum Buch. Ja. Also der Capablanca spielt da dann noch eine Partie. Da geht es wieder, also das heißt, wenn er die gewinnt, also in Portugal ist das auch auf dem Dorf, ganz einsam gegen einen Amerikaner. Wenn er die Partie gewinnt, kann er den Aljechin herausfordern. So. Und jetzt kommt er auf das Dorf und jetzt wird es ihm da ganz schlecht, er ist gesundheitlich auch angeschlagen, also auch immer mit Bluthochdruck und so weiter. Und Capablanca fällt während der Partie um vom Brett, das wird quasi nicht beendet. Und dann passiert also dieses Phänomen, und das hat mich ja dann so besonders an dem Buch interessiert, dann nochmal, also dass der Capablanca sich zurückzieht in das Hotelzimmer. Und dann kommt also dieser kleine Safer, der also die ganze Zeit... Wieder ein Talent, ein kleines Schachtalent. Ne? Ja, aber der hat also zugeguckt immer am Brett, so steht es da hier dann. Und Capablanca nimmt ihn in sein Hotelzimmer, ein paar Tage, zieht sich zurück. Und es wird ja dann zum Schluss aufgelöst. Ja. Also er hat ihm eine Partie geimpft, genau. Auswendig zu lernen. Ja. So, und das ist, dann die letzte Partie. Das ist dann die letzte Partie. Und da ist jetzt dann verabschiedet. Der Capablanca verabschiedet sich, fährt in die USA zurück, reist ab. Und der Kleine hat also den Auftrag dann mit dem besonderen Schachspiel. Der Capablanca hatte das Schachspiel von dem Murphy. Das war also auch so ein Bekannter, der dann letztendlich in der psychiatrischen Anstalt gelandet ist, also US-amerikanischer Schachspieler. Und der hatte also dann das Schachspiel und hat das dem Safer weitergegeben. Und jetzt kommt eigentlich der Quintessenz. Der Sieg über den Tod hinaus. Über den Tod hinaus, genau. So. Aber wir wollen ja das nicht bis zum Ende verraten. Nicht bis zum Ende verraten. Gut, okay. Also das ist, das ist eine Geschichte. Es ist spannend bis zum Schluss wirklich, weil die so faszinierende auch Persönlichkeiten sind. Und der Stassi auch eine große Imaginationskraft hat, dass das sehr glaubwürdig ist, was da steht. Also Das ist halt das Interessante, weil eben diese vielen Tatsachen und mit der Fiktion sich das sehr interessant vermischt. Daneben wird also ein Sinnbild beschrieben, wie man das also von, sage ich mal, bei Dix jetzt nochmal mitkennen. Und nur ganz kurz nochmal einklinken, also Marcel Duchamp ist ja quasi einer der Mitbegründer der klassischen Moderne in der bildenden Kunst. Das ist der mit dem Jahrhunderts Pissoir, mit dem Pissoir, der also dieses Pissoir, diese Readymades aufgehangen hat. Das war 1917. Wow. Na? Und der war aber letztendlich was also kaum bekanntes Schachspieler. Und hat also quasi immer mal, es steht also nur mal irgendwo im Google eine kleine Anmerkung. Da habe ich aber auch ein Buch von dem. Und nochmal nachgelesen. Und er ist also, hat sich also so stark entwickelt, französischer Meister gewesen, an Schacholympiaden teilgenommen, wird quasi in der Kunstgeschichte nie erwähnt. Ja. Da taucht immer auf als Marcel Duchamp, der große Erneuerer. Und hat aber beide getroffen. Er hat hat sogar den Capablanca mal gespielt, das ist jetzt nicht ganz klar. Und gegen Aljechin war er mal bei so einer Simultanpartie dabei, hat Schachfiguren entwickelt, wo Aljechin gesagt hat, also die könnten dann mal Aljechin-Figuren heißen, wenn sie auf den Markt kommen. Also gibt es immer wieder Verquickungen. Ja, von der Kunstseite her. Das war also insofern ganz interessant. Das ist schon faszinierend. Ja. Wir wollten noch, das müssen wir uns jetzt mal ein bisschen schnell durchlaufen. Ja. Wir haben noch ein zweites Buch, über das wir reden wollten. Und zwar von Hakan Nesser, 11 Tage in Berlin. Hakan Nesser ist einer der bekanntesten schwedischen Krimi-Autoren. Jeder kennt die Krimis oder die Filme über Van Veeteren oder über den Gunnar
Gunnar. Ich gucke jetzt nach. Kommissar. Barbarotti natürlich. Ne? Und dann hat Kim Novak badete nie im See von Genazare. Auch ein klasse Buch, auch verfilmt worden. Ganz viele Verfilmungen und ganz viele unterschiedliche Sachen. Aber Nesser schreibt nicht nur Krimis, sondern er schreibt auch was anderes. Das hier ist nach meiner Überzeugung ein Märchen. Ja, es geht um Arne. Arne ist in einer schwedischen Kleinstadt zu Hause und hatte als Kind einen Badeunfall. Er ist nämlich ins Wasser gesprungen und das Wasser war nicht tief und da hat er eine schwere Kopfverletzung erlitten. Und seitdem ist Arne etwas langsam und lebt bei seinem Vater und seinem Onkel und seiner Tante und hilft im Tabakladen aus. Und dann passiert Folgendes. Folgendes. Der Vater stirbt. Ne? Der Vater stirbt und überlässt ihn ein Kästchen. Und den Auftrag. Und den Auftrag. Das Kästchen an seine bis dato quasi totgeglaubte Mutter. Der Vater sagt also, die Mutter lebt noch, die lebt in Berlin und er möchte ihr das Kästchen überbringen. Das ist ein Auftrag. Und das, das Wort Auftrag, das hat also so eine Zugkraft, sodass also quasi der Onkel Lennart und die Tante Polly dann den vorbereiten auf die was er machen soll, Berlin, Stadtplan kriegt er, das Hotel wird gebucht, es wird ihm gesagt, wie er sich am Flughafen zu verhalten hat, Taxi mieten, dem was Zettel geben, wo das Hotel ist und so. Also, dann gibt es noch zwei weitere Personen, die auch erstmal völlig isoliert voneinander in diesem Buch eingeführt werden, außer Arne, dem ja unser Herz gehört. Das ist ganz eindeutig so. Ja. Man bangt um Arne, man hat jede Sekunde, wo Arne unterwegs ist in Berlin, hat man eigentlich mit ihm Angst, dass ihm irgendwas passieren könnte. Na, man fängt selber an, sich zu kontrollieren. Wenn man so allein unterwegs ist, habe ich das dabei, habe ich das dabei? Ja, macht man ja. Gehe ich dahin, gehe ich dahin? Ja. Also, gerade wenn man in Berlin und man ist dann voll dabei. So. So, da haben wir nämlich noch eine andere, eine gleichaltrige junge Deutsche, Beate Bittner heißt die, eine Pfarrerstochter, ein Mädchen mit ganz vielen großen Brüdern, die aber irgendwie ein Leiden hat. Ne? Jedenfalls ist sie nicht sehr kräftig und sitzt seit ihrer Kindheit im Rollstuhl. Hm. Und wird Bibliothekarin in Berlin. Und dann haben wir noch einen Professor Litvinas, der ist damit beschäftigt, seltsame Experimente zu machen, die meines Erachtens, das finde ich, wird in dem Buch eigentlich gar nicht so klar erzählt, gehen, von einer Zeit in die andere zu gelangen und da irgendwas zu machen. Genau, das sind also beiden werden also die Biografien kurz vorher beschrieben. Und diese drei Menschen treffen dann in Berlin aufeinander. Und was mir eigentlich so sehr gut gefällt an dem Buch ist, dass man immer denkt, die Welt, die Leute sind rücksichtslos und bösartig, aber irgendwie hat der Arne so viel Glück und trifft immer nur auf nette Menschen in Berlin. Also die Berliner, man hält es nicht für möglich, dass die Berliner so sind. Er sagt ja selber mal, ich weiß gar nicht, was passiert. Ich habe wie einen Vitaminstoß, ich kann denken. Ja, also die haben ihn immer bisher unterfordert in er Schweden. Er wächst seine, ja mit der Aufgabe. Er wächst, er findet, findet sich selbst zurecht. Er verliert das Handy, mit dem wo der Onkel Anweisungen, das erleichtert ihn aber, dass er nicht mehr von dem abhängig ist und so. Und dann sucht er immer noch seine Mutter und findet Hilfe. Und also dann trifft er die Beate und er trifft den Professor. Und dann wird es ein bisschen mysteriös und spannend. Und unsere Zeit ist um. Und deshalb verraten wir auch nichts weiter. Aber wir empfehlen das Buch unbedingt zum Lesen. Unbedingt lesen und mal nach Berlin fahren, mal gucken, was nach 11 Tagen passiert. Weiß genau. Vielleicht hat man sich dann verliebt oder man ist in einer anderen Zeit gelandet. Das wäre ja auch vielleicht nicht schlecht. Genau. Wolfgang, an was arbeitest du gerade, außer an diesem Künstlerbuch? Jetzt bin ich noch an meinen Bildern, Renaturierung. Also du hast jetzt das Thema Wismut eigentlich Wismutlandschaft, im Moment. Also im weitesten Sinne Wismutlandschaft. Also es geht ums Gessental, um die Renaturierung. Also den Bergbau, wie sich eine Landschaft verändert durch den Eingriff, also quasi Bergbau bis hin zur Bundesgartenschau, also wieder Renaturierung. Also wir haben ja praktisch die Landschaftszerstörung durch den Bergbau gehabt und dann werden jetzt die Spuren beseitigt. Jetzt ist 10 Jahre vorbei. Wie in
Löbeschau, da gibt es ja die Revitalisierung, ja, ist also auch ein ganz gutes Wort, also so eine Revitalisierung. Aber letztendlich ist es ja auch immer ein Eingriff von uns wieder, weil wir bringen ja die Natur wieder so zurück, wie wir uns das denken. Ist es, ja. Ist ja künstlich. Ja. Wir haben die Terrassen wieder aufgenommen, bestimmte Architektur, bestimmte die Bäume werden gepflanzt, also dass da Dinge passieren. So, das war also quasi so eine. Und das sind große Ölgemälde. Fördermaßnahmen, das sind also große Bilder, also, 120 mal 140, und die sind jetzt fast fertig, noch Studien dazu. Ja, und da werde ich wohl demnächst was zeigen. Dass du die mal ausstellst, in Ronneburg oder in Gera, wäre ja nun mal der richtige Ort dafür. Ja, Gera wäre auch ganz gut. Genau, da würde ich mich freuen, die Ausstellung dann zu besuchen. Ich wünsche dir viel Erfolg und ein schönes Künstlerbuch, dass das wird. Und bedanke mich ganz herzlich, dass du mein Gast warst. Ja, ich danke auch ganz herzlich. So, bis zum nächsten Mal. Danke.